Herzlich willkommen bei MJ Studies. Das ist das erste Video des Themenblocks Lineare Funktionen. Es werden auch noch weitere Videos folgen. Die Übersicht dazu blende ich euch mal ein. Hier im Video geht es aber um die allgemeine Funktionsgleichung. Und wer von euch kann diese allgemeine Funktionsgleichung denn auswendig? Ich finde, es bringt in Mathe wenig, etwas auswendig zu lernen. Wir sollten nämlich die allgemeine Funktionsgleichung versuchen zu verstehen. Und das werden wir jetzt anhand eines Beispiels machen. Und zwar haben wir ein Smartphone und wollen dafür eine Flat kaufen. Die soll zum Beispiel 3 GB Internet haben und, keine Ahnung, damit kann man auch kostenlos telefonieren. Okay, und hierbei kostet die SIM-Karte 30 Euro und pro Monat muss ich nochmal 10 Euro zahlen. Und mit diesen zwei Bedingungen, also ich zahle zuerst 30 Euro und dann zahle ich pro Monat 10 Euro, können wir eine lineare Funktion aufstellen und vielleicht versteht ihr dadurch, wie die aufgebaut ist. Die allgemeine Funktionsgleichung sieht so aus. Was hat diese Funktionsgleichung mit dem Beispiel zu tun? M ist die Steigung, n ist der y-Achsenabschnitt. M ist hier in unserem Beispiel 10 Euro und n ist 30 Euro. Warum? Der y-Achsenabschnitt sagt mir nur aus, dass es sich um einen festen Betrag handelt, weil ich habe zuerst, ich schreibe das mal anders auf, ich muss zuerst 30 Euro bezahlen und ich zahle pro Monat 10 Euro dazu plus 10 Euro mal x. Und das x hier ist einfach nur der Monat. Ich zahle zum Beispiel 30 Euro plus 10 Euro mal 1 im ersten Monat. Das sind wie viel Euro? Das sind 40 Euro. Im zweiten Monat zahle ich 30 Euro plus 10 Euro mal 2 sind 50 Euro. Das heißt, nach einem Monat habe ich 40 Euro bezahlt und nach 2 Monaten habe ich 50 Euro bezahlt und so weiter. Ich hoffe, hiermit habt ihr die allgemeine Funktionsgleichung ungefähr verstanden, weil das ist nämlich wichtig, dies anhand eines Beispiels zu verstehen und dann braucht ihr auch das nicht mehr auswendig lernen.